Okay. Oh mein Gott. The fuck, ey. Yay. Hoffentlich hat das niemand gehört. So. Dann sage ich einfach mal, wir gehen jetzt mal zu Agrippa, erklären ihm, dass wir eigentlich fast alles haben. Wir brauchen Blut von jemandem gefolterten. Brenn nicht so. Doch, doch, hier ist er gleich. I know I have no right to ask anything of you. But if you could find it in your heart to gather the ingredients for Vile's tonic before attempting to mend the ore, there might still be a chance for you to save him. Please, my faith is in your hands. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das mit. Pass auf. Wir haben die Drüse. Ja. Und wir haben den Knochen mit dem Schleimzeug dran. Meinst du, die beiden Sachen kann man schon kombinieren? Kann nicht mit der Hand kombiniert werden. Laut der Notiz muss das Tunikum sehr sorgfältig hergestellt werden. Aber wo? Wofür ist das sein? Also es gab ja noch einen Raum, da sind wir noch nicht reingekommen. Der war durch so eine Gittertür auch versperrt. Aber man... Ja, Agrippa ist so gut. Aber... Überleg mal, wo könnten wir jetzt noch hingehen? Dieser eine Raum, in dem wir halt noch nicht reinkommen. Oder, geh mal... Warte mal, überleg mal, das Laboratorium war doch verschlossen. Da waren diese Holzplänke vor. Das könnte jetzt offen sein? Wo war das nochmal? Die Treppe. Nee, andere Richtung. Stimmt. Die Treppe hoch und dann da den Gang. Boah, Krippa. Hier geradeaus. Aber sieht nicht so aus. Nein. Oben ist ja auch nichts mehr. Da war noch eine verschlossene Tür, aber ich denke mal... Ich diese Scheißlampe an. Aber ich denke mal, die wird man nicht aufkriegen. Nein, lass mal hochgucken. Okay. Das ist ja dieser Hebelraum. Ja. Die eine Sackgasse und die verschlossene Tür. Genau. Warum sollten die da eine Tür hinpacken, wenn man die eigentlich gar nicht braucht? Na gut, aber gab es ja öfter. Das stimmt. Dann bei dem Altar-Ding. Oder hieß es Altar? Also da, wo alles so grün ist und das auf dieser Brücke zusammenläuft. Und dann, wenn du da rauskommst und links, dann war ja noch dieser Raum, wo irgendein Mechanismus und eine Maschine war und den konnte man noch nicht aufmachen, weil die Gittertür nicht aufging. Das ist halt bloß die Frage, wie man diese Tür aufkriegt. I see that all the orb pieces. Aber halt die Fresse. Jetzt wirst du nervig. Ein bisschen schon. Hier waren ja die Zellen, aber da hast du ja alles abgesucht. Altar. Ja, das andere hieß doch aber auch Altar, oder? Altarraum. Achso, Verzeihung. Au. Oh. Ich weiß, sie soll das nicht machen. Sorry. Was jetzt? Aha, ist doch irgendwas passiert dann. Meinst du auf der anderen? Das ist halt die Frage, ob man sich entscheidet mit Agrippa das. Achso, meinst du? Oh, oh mein Gott! Warum steht der hier so vorne? Oh, oh. Was? Schlagen? Du darfst. Ich meine nicht mehr. Hey,
Hazel verbrachte den ganzen Sommer im Bett. Er las ihr immer vor, nachdem er seinem Vater bei der Arbeit geholfen hatte. In seinen Gedanken war sie wie Scheherazade. Und solange er die Geschichte erzählte, würde sie nicht sterben. Wer ist Hazel? Ich weiß es nicht. Wer ist fucking Hazel und warum... Wir sind eingesperrt. Hallo, Mister... Ich glaube, das ist Story gerade, dass das so gelaufen ist. Ich kann gerade nichts machen. Nee. Ich glaube, du musst gerade abwarten. Jetzt kann ich ein bisschen gucken. You had me worried. Quite frankly, I'm not sure what to do with you. I hold no grudge against you, Daniel. We are so guck doch mal, the same. Ob da irgendjemand ist. Did you really drink from the amnesia mixture? It does explain so much of your behavior. You never did finish what you set out to do. You talked about redemption, how you would face the orb's shadow and save our work and me. I will grant you another chance to redeem yourself. You can wait here and stop the shadow. Thank you, friend. Fun fact. Ja. Find einen Ausweg, ne? Wenn man tatsächlich in dieser Zelle wartet für 20 Minuten, ist das Spiel vorbei, weil der Schatten einen dann bekommt. Das werden wir natürlich nicht machen. Natürlich nicht. Wir haben alles behalten dürfen? Die Leute sind halt doof. Hä? Oh mein Gott. The fuck. Yay! Hoffentlich hat das niemand gehört. Was denn jetzt noch? Gott, die Tür ist natürlich offen. Natürlich, ist ja gerade kein Gefangener drin. So, der Typ ist vorhin da lang gegangen, glaube ich. Kann ich das hier aufmachen? Wozu denn? Falls ich zurückrennen möchte. Ach, Hammer und Meißel ist jetzt kaputt? Buh. Brauchen wir jetzt wohl nicht mehr. Buh, großes Buh. Aus meiner Wut schön unauffällig. Ein. Schön unauffällig. Aha. Aha. Ist okay, ist okay. Ja, ist beides noch im Rahmen. Die Zelle ist völlig zerstört. Was denn jetzt noch? Man weiß auch gar nicht immer sofort. Wow. What the fuck? Hier, von dem kriegen wir das Blut. Ja. Mit der Schnur. Die Schnur. Die Schnur. Nee, warte mal. Erstmal, warum kann ich ihn anfassen? Ah, nee, das ist das Bett. Die Schnur. Ja, Moment. Chill doch mal. Nee. Doch. Mach doch du bitte einfach. Jetzt. Wenn ich hier spiele, chillst du. Du chillst auch nicht, wenn ich spiele. Doch, doch. Ich chill so richtig. Ja, nix hier. Hier, das hier. Das ist der Shit. Der auch nichts bringt. Und der war eben noch nicht da, der Typ. Aber ich meine, was soll uns das jetzt bringen? Na, guck mal, ob du den irgendwie... Ich kann nur das Bett anfassen. Und das kann ich dann wiederum nicht bewegen. Na, versuch doch mal mit dem Blut vielleicht unten zu agieren. Welches Blut? Verliert ihr kein Blut? Hier ist... Ja. Was weiß ich denn? Irgendwie muss ja... Was mit dem Holzbohrer? Haben wir doch gar nicht mehr. Nee, dem anderen, diesem... Was? Das ist da. Das ist eine Kurbel. Meine ich ja. Nein. Hm. Keine Ahnung. Nee. Oh. Gott. So, was haben wir hier? Hier. Zettel!
Letzte Notiz des Gefangenen. Es gibt nicht mehr viel zu sagen. Ich schreibe nur, um mich nicht noch einmal an die Geschehnisse der letzten Tage erinnern zu müssen. Wenn ich Glück habe, schlafe ich ein und die Zeit wird mühelos vergehen. Ich habe begonnen, mich von meinem Gefängnis zu entwöhnen. Als ich hierher kam, fühlte ich mich zuerst wie in einem Grab, aber jetzt fühle ich, dass mir diese Wände Trost spenden. Solange ich hier drin bin, fühle ich keinen Schmerz. Die Wände schützen mich vor dem, was draußen geschieht. Ich habe sogar gelacht, als einer der Wärter seinen Schlüssel auf die Rohre fallen ließ. Es gab mir eine Sekunde lang die Hoffnung, dass ich hier rauskommen könnte, wenn ich ihn nur von hier aus erreichen könnte. In meinen Träumen, Alexander, bin ich König. In meinen Träumen besiege ich dich und entgehe deinen Klauen. Ich kehre mich allen Rittern des Reiches zurück und sie tragen Pistolen und Säbel in meinen Träumen. Irgendwo hier ist ein Schlüssel, hinter irgendwelchen Rohren. Okay. Und da ist Öl! Hervorragend. Aber wo sind die Rohre? Frage ich mich da. Da sind Rohre. Hier sind wir doch eben rausgekommen, ne? Ja. So, dann sind hier Rohre. Meinst du wirklich, da ist ein Schlüssel hinter? Weiß ich nicht. Hätte ich jetzt aus der Nachricht so... Nee, ich glaube, darum ging's nicht. Hier sind Rohre. Schlüssel? So, vielleicht ein Schlüssel? Und hier sind keine Rohre. Hm. Es geht immer noch darum, dass wir das Tonikum herstellen. Was wir immer noch nicht geschafft haben. Wo ich eigentlich anfassen, glaube, dass wir alles haben. Passiert nichts. Ah, die Kurbel! Ja. Braucht man nicht, weil hier ist ja schon eine Kurbel dran. Ja. Hey. Geht nicht weiter? Du meinst, was hochgeholt oder runter? Nee, noch nicht. Na, dann machen wir andere Richtung. Andere Richtung. Ja, ich will bloß gucken, dass ich auch wirklich das so habe. Das habe ich so getüdelt. Ah, Moment, warte mal. Mal gucken. Nein. Dann das hier. Er könnte zerbrechen, wenn er den Schacht hinabgelassen wird. Okay, also soll der da runter. Was kann man hier noch tun? Liegt irgendwo noch was rum? Warte mal. Aha. Oh. Hier sind ja richtige... Danke für nix, Amnesia. So, hä? Okay, aber wozu jetzt? Das Glas gebrochen. Da fehlt wahrscheinlich noch irgendwas. Na gut. Schild. Bitte. Alle. So, was ist hier? So gar nichts. Was mit der neuen Leiche, die da jetzt liegt? Es ist abgeschlossen. Ja, siehst du, irgendwo hier muss der Schlüssel ja dann doch sein. Rohre. Es hieß, hinter den Rohren, auf den Rohren hat er das fallen lassen. Hier, Eimer. Na, Glaseimer. Nee, Eimer. Ah. Was soll mir von da unten hoch? Glaseimer. Mach mal das Glas. Versuch das Glas nochmal da reinzumachen. Nein. So, jetzt ist er drin. Jetzt holen wir den Bums hoch. Jetzt der Schlüssel da drin. Ah. Ja, ich glaube, es ist einfach noch Wasser. Wirklich? Was soll damit passieren? Also, soll ich es über die Leiche kippen oder was? Weiß ich nicht, vielleicht. Vielleicht? Nee. Nee. Jetzt bin ich echt überfragt. Was haben wir noch? Was sind denn hier unsere Optionen? Wasser, ein Glas mit einer Schnur. Hier sind noch Rohre, die ich vorhin nicht gesehen.
War in unserer Zelle noch irgendwas, was man gebrauchen konnte? Oh, komme ich jetzt hier nicht mehr rein, oder was? Mann, Leute. Könnte ich das so tun? Nee. Da stand ja jetzt immer sehr sorgfältig. Mhm. Okay. Hier? Den Eimer mit dem Eimer füllen? Jetzt wirst du albern. Das ist ja auch Quatsch. Hier, warte mal, hier ist ein Rohr. Kaputtes Rohr. Hier, hier? Da drin, ja, da ist der Schlüssel, man kann ihn nicht erreichen. Dann kippen wir da Wasser rein und dann kommt der raus. Weil wir voll Physik durchgespielt haben. Oh, hat er nicht gemacht. Nice! Hi, Schlüssel. Was ist dieser Typ? Wie er einfach der cleverste ist. Schlau 42. So, hier ist hell genug, würde ich sagen. Ja, das geht noch. Oh mein Gott. Das ist, glaube ich, der Schatten. Ja. Ja, chill doch, Junge. Muss ich jetzt rennen, oder was? Boah, jetzt muss ich das hier wegrollen? Kann ich nicht einfach hier so durch? Ich renne doch schon. Rechts oder links? Rechts. Rechts ist hell. Na toll, danke für nix. Ich muss mal die Laterne kurz anhaben. Alles gut. Ist mir gerade ein bisschen zu hektisch hier. Entweder hier kommt jetzt wieder so ein scheiß Vieh und haut uns einfach um. Was ist denn jetzt hier? Blut? Hüpf, Junge, hüpf. Muss das so laut sein? Ey, vor allem muss das so hektisch sein? Kann bitte die Lampe einfach nicht alle sein? So, da geht's hoch. Schaffen wir. Ja, läuft doch. Das brauchen wir bloß anklicken. Hauptschiff! Yay! Ich hätte gern Chips.